Okay. Oder. Moment, full. Full, half. Es ist, glaube ich, relativ egal, in welche Richtung ich das bewege, ne? Ich hoffe es zumindest. Es hat ja immer so diese Rechts-Links-Geschichten, ne, bei Layers of Fear, also beim ersten schon. Biegst du rechts ab, biegst du links ab. Ich mach jetzt. Oh. When chasing dreams, we often find ourselves in a nightmare. Ja. Okay, jetzt habe ich, also ich hatte beim letzten Mal, zu Ende des letzten Streams, hatte ich da auf Full gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht. So wirklich. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Nö. Also, nicht wirklich, ne? Nee. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es hier jetzt weitergeht. Also irgendwie geht es hier jetzt weiter, ne? Zumindest ging jetzt hier mal das Licht an. Hier irgendwelche Apparaturen benutzen? Nee. Wie war das noch? Irgendwie ging es hier aber weiter. Aus irgendeinem Grund ist jetzt auch das Licht an. Das kann natürlich sein, wir müssen hier wieder irgendwas... Hier ist eine Leiter oder sowas. Ah. Aha. Ja, Moment. Ja, und der geht da nicht hoch. Hä? Also... Vielleicht muss ich doch auf Full oder sowas machen. Hier geht jedenfalls nichts. Ja. Es scheint tatsächlich an Fahrt aufzunehmen, also die Maschinen machen auf jeden Fall entsprechende Geräusche. Ah! So einfach ist es also. So. Aha, da können wir was tun. Ja, ja. Hier müssen wir den Stecker irgendwie darüber. Habe ich zumindest das letzte Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ja, das geht vermutlich nicht wegen dem Stecker. Schätze ich mal. Na komm, na komm. Ja, gut. Nochmal das Ganze. Jetzt ist es dunkel. Jetzt ist aber zappenduster. Das ist ein... Ah. Ich hab mir... Oh, oh, nein, nein, nein. Nein, nein. Ich weiß schon, worauf das wieder hinausläuft. Da ist das Viechlein wieder. Diese Kreatur des Grauens. Ich weiß es. Ah, 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 doch nicht. Okay, super. Freue mich. Da geht's lang. Guck mal. Aha. Bringt mich jetzt tatsächlich nicht weiter, aber gut zu wissen, dass hier noch was ist. Da geht auch noch was. Die geht auch auf die Tür. Da steht ja jemand. So eine Puppe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war, jetzt hier rauszugehen. Es speichert auf jeden Fall mal hier. Vielleicht gehe ich doch wieder zurück. Ich glaube, es geht nicht. Oder? Nee. Vielleicht hätte ich doch nach oben gehen sollen. Nee. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, geht schon wieder super los. Kein Bock mehr. Das Viech. Immer diese Versteckspielchen. Das ist definitiv hier. Ich höre es doch rumlaufen. Aber wo muss ich denn lang? Ging hier irgendwie ducken? In dem Spiel? Gab's das? Ja, gab's. Gibt's immer noch.
Willst du mir die Richtung weisen? Willst du mir sagen, in die Richtung? Das wäre super. Der ist jetzt schon erschrocken. Der stand vorher anders da. War der überhaupt da? Ist ja auch unwichtig. Also ich vermute jetzt einfach mal. Ja, das läuft. Ich höre die Schritte, ey, vor dem Viech. Es hat ja auch ein Update gegeben. Man könnte jetzt, wenn man wollte, die Gegner ausstellen in dem Spiel, sodass man quasi sich schön ganz ruhig auf die Story konzentrieren kann. Meiner Meinung nach wäre das wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Also insbesondere in so einem Livestream, wo man gern zuschauen möchte und denjenigen, der spielt, vielleicht auch ein kleines bisschen erschaudern sehen möchte. Das passiert ja ohne Gegner alles nicht. Das verstehst denn du? Vielleicht muss ich ganz schnell an die Leiter rennen. Das hat mir aber auch eigentlich bis zu dem Punkt schon gereicht, hier in dem Spiel mit verfolgt werden. Das hat mir echt gereicht. Ich brauche nicht noch mehr davon. Wir können auch gern direkt ins dritte Kapitel übergehen. Das ist mir alles egal. Ah ja, das ist ja supi. Naja, jetzt, komm, zacki, zacki. Okay, da geht Glühbirnchen kaputt. Alles geht kaputt. Liegt hier irgendwas rum? Was Wichtiges? Dokument zum Lesen? Keine Ahnung. Irgendwas für die Schiffscrew? Oh, hallo. Ah, es ist in Farbe. Das ist schön. Mach mal zu. Immer wenn es in Farbe ist, ist es nicht unbedingt gut, aber es ist zumindest mal schöner in Farbe hier. Schwarz-Weiß, das ist immer so diese Stimmung hier, die entsteht dann, dass man das Gefühl hat, schon jetzt kommt gleich dieses Vieh und verfolgt einen wieder. Aber in Farbe ist das alles nicht so schlimm. In Farbe fühle ich mich ein bisschen wohler. So. Vielleicht sind wir ja auch schon durch den Akt. Das wäre geil. Oh, das geht erst richtig los. Da ist wieder Schwarz-Weiß dahinter, oder? Ja. Moment mal, hier komme ich doch gerade her. Oder nicht? Wenn ich hier wieder rausgehe, wird es dann wieder bunt und schön. Ich glaube. Oh, jetzt sind wir in einem. Jetzt sind wir in so einem Kreisdingensbummens drin. Ja. Aha. Wie nennt man denn das? Eine Endlosschleife. Genau, eine Endlosschleife. Hat mit dem Kreis ja nichts zu tun. Das ist eine Schleife. Jetzt ist dazu. Das ist ja geil. Jetzt fliegt da was Gelbes rum. Puh. Okay. Wunderschön, wunderschön. Bin nur leicht erschrocken. Nur leicht. Ach, danke. Macht mir jemand die Tür auf. Ist ja lieb. Hallo? Messer und Gabel oder was hängt da? Ich hab keine Ahnung. Also, da bin ich rausgekommen. Da gehen wir vielleicht nicht wieder hin. Hallo? Da gehen wir auch nicht raus. Warum eigentlich nicht? That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. I got the mains. The food. It's gone. Das Essen ist weg. Ah ja, das ist eine Gabel. Irgendwie so eine komische Art Gabel. Und das andere, ich weiß es nicht. Vielleicht war das mal ein Messer und die Klinge ist abgebrochen. Keine Ahnung. Nee, ich würde das schon gern nehmen. Kann ich das behalten? Hallo? Ich will es ja nicht wieder hinlegen. Ich weiß ja, wie ich das wieder hinlegen muss. Ich habe es auch ehrlich gesagt zu lange nicht mehr gespielt, das Spiel. So ein paar Sachen packt man ein und nimmt sie mit. Aber egal, welchen Knopf ich drücke, ich nehme das nicht, also ich nehme es nicht mit. Vielleicht ja nicht so wild. Ich lasse mal liegen. Geht ja nicht anders.
Hallo? Nee, oder? Auch zu. Das gibt's doch nicht. Da ist jemand. Oder etwas. Jetzt bin ich generell wieder woanders. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Komme ich jetzt vielleicht an die Gabel, Messer, Dingenskirchens rein? Ah, das bleibt nach wie vor zu. Okay. Zu. Da war das Ding lang gelaufen, gerade eben. Das sieht scheiße aus darin, da will ich nicht hin. Hier ist nichts, hier komme ich auch nicht durch, das heißt, ich muss da rein. Okay. So, hier ist alles voller Blut, sieht zumindest so aus, oder ist der Boden extrem rot? Ja. Vielleicht sieht's mich ja nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich da in die Tür rein muss, aus der das Licht blinkt. Aber wenn ich da hinlaufe, dann sieht mich das Ding. Es geht aber auch nicht mehr weg. Also, I have no choice. Jetzt. Und jetzt lang. Ich verschließe das mal. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht. Ob das Vieh nicht trotzdem reinkommt. Muss ich jetzt hier drin warten, bis das weg ist oder so? Auf jeden Fall ist hier mal kein anderer Weg irgendwie. Also ich muss hier definitiv wieder raus, aber... Wo soll ich denn hin? Weiß es nicht, wo ich hin soll. Ja, muss... Ich muss zwangsläufig das irgendwie wieder aufmachen. Ich muss wieder raus hier. Geht nicht anders. Ich kann da auch nichts drehen. Da nicht, dort auch nicht. Nach oben geht's auch nicht? Nee. Tja. Aber... Weiß ich nicht. Das Ding steht da vorne rum, oder? Vielleicht muss ich auch einfach dahin und mich erlegen lassen. Zurück bringt nichts. Hier ist zu. Ja. Ja gut, wie gesagt. Oder es muss mich... Ja. Ja, der Tod muss wunderschön sein. Hatten wir alles schon. So schön ist er gar nicht, wie manche denken. Akt 2, die Jagd nach wie vor. Ich bin an dieser Stelle ein kleines bisschen überfordert, wie das hier weitergehen soll. Ich bin leicht überfordert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier ist zu. Wenn wir da rausgehen, ist da auch zu. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Ist denn links auch nochmal eine Tür? Also, mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als wie ein Blöder zu probieren. Das ist ja witzig. Naja, tot, das lesen wir noch 5-6 Mal, bis ich hier weiterkomme. Da muss ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Ich bin relativ genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht stelle ich doch diese Option ein, dass die Gegner weg sind. Das Problem ist, wenn sie einmal eingestellt ist, dann kann man sie nicht mehr rückgängig machen. Und ich würde es vielleicht nur phasenweise ganz gerne ausstellen, einfach um einen Schritt weiter zu kommen. Aber jetzt momentan will ich tatsächlich... Tatsächlich einfach nur ein bisschen überfordert hier, wie das hier
weitergehen soll. Ich mach das Ding nochmal zu. Ich verschließe die Tür auch nochmal. Okay. Jetzt schlägt es schon mal gegen die Tür da. Aber was ich jetzt hier tun soll? Das kommt jetzt gleich hier rein. Oder es gibt auf. Okay, ich höre nichts mehr. Dann war es vielleicht tatsächlich an dem. Es musste sehen, dass ich hier reinlaufe. Dann musste ich das Schloss verriegeln von innen. Ja, hätte ich das nicht gemacht, wäre das mit ein, zwei Schlägen drin gewesen, schätze ich mal. Jetzt hat mich das nicht gefangen, das Viech. Hat mich nicht erwischt. Hat sich wieder beruhigt. Oder steht noch vor der Tür? Das kann auch sein. Nein, tut es nicht. Okay. Alles klar, Freunde. Dann geht es jetzt hier vielleicht einen Schritt weiter. Schön langsam. Tür ist auf hier. Oh, geil. Habe ich das Kapitel schon durch? Was? Es könnte ein Fehler sein, was ich jetzt tue, mich hier nochmal umzusehen. Aber ich weiß ja jetzt, wie es geht. Also die Tür ist zu. Hier ist es stockduster. Das heißt, da gehen wir nicht hin. Geht da eh nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Kann man hier eine Tür schließen? Kann man nicht. Schade. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Filmchen am Laufen. Sollte das schon der zweite Akt gewesen sein, dann war der im Vergleich zum ersten relativ kurz. Aber jetzt gucken wir erstmal. Nicht, dass wir uns hier zu früh freuen. Das ist doch dieses komische Diagerät. So, da wäre es eine Tür. Also, vermutlich muss ich dieses Bild einstellen, in dem da eine Tür ist oder ein Durchgang oder so. Irgendwas in der Art. Dass ich da durchgehen kann. Möglicherweise. Das könnte jetzt sogar schon das sein. Das sieht auch schon so aus, ne? Das könnte allerdings auch das sein. Ist jetzt schon da, die Tür, ne? Die ist jetzt schon im Bild. Ja. Ach komm, ich probiere doch nochmal was anderes. Ist schon geil. Nehmen wir mal. Nee, das ist es nicht. Verdammte Axt, wie komme ich denn jetzt durch diese Tür? Vielleicht ist das... Ah! Hallo! Wie sollen wir denn auf die Idee kommen? Warte, nu? Su? Brauchen wir einen Schlüssel? Hä? Nach links drehen. Freunde der Nacht, ich möchte nur hier raus. Ich möchte bitte diese Tür benutzen. Warum? Was ist das für ein Bild? Ja, ist verschlossen. Ist schön. Wo ist denn der Schlüssel? Ist er hier? Er würde irgendwie blinken oder so. Oh, Freunde der Nacht. Nö, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich echt nicht. So, vielleicht nehmen wir auch einfach den Schlüssel, der da auf dem Tisch liegt. Oh mein Gott. Ja. Sollen wir durchgehen? Ja. Oh je. Einmal die Augen aufmachen. Nee, einmal bitte die Augen aufmachen. Oh, was ist denn das? Hätte ich das tun sollen?
Ist aber blöd, wenn man einfach so Sachen macht. Nur weil man sie kann. Ah, das sind Geräusche. Hallo? Naja, schauen wir einfach mal weiter. Das sind Schritte. Schritte oder eine Uhr? Kannst aufstehen, okay. Hier ist nix. Doch, da ist. Hä? Hä? Ah, das ist der, also der Raum vom Anfang da draußen mit dem Grammophon. Und das, wie heißt das nochmal? Das Metronom ist da am Rumklicken. So wie das sich anfühlt, so wie es klingt. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am besten dahin? Hier raus und dann nach links geht es. Ja, da ist eine Tür, das heißt, die Richtung könnte schon mal stimmen. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Ja. Mal gucken, was haben wir denn hier? Es geht ja weiter. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Moment. Also ich will ja nichts, ich will ja auf der einen Seite nichts verpassen, auf der anderen Seite wird man immer was verpassen. Oh, ein schönes Bild. Ja, Baumhaus, klasse. Und Sie? Was haben Sie denn da? Kann ich das... Hm. Nochmal? Geht das nochmal? Nö. Also hier wurde jetzt ein Herzschlag irgendwie simuliert. Da ist ein Herz aufgemalt irgendwie. Das kriselt da so vor sich rum. Ich kann aber nichts machen. Dann gehen wir wieder. Wenn wir nichts machen können, gehen wir wieder. Ganz einfach ist das. So. Zurück geht nicht, ne? Haben wir gerade gecheckt? Nö. Okay. Hallo? Tür? Sind Sie eine Tür? Nö, nur ein Licht. Sind Sie eine Tür? Ja. Ich kann einfach also überall rein. Ist mir egal. Ich gehe überall rein, wo es geht. Schubladen. Klasse. Ich würde gern die untere zuerst aufmachen. Aber es geht ja scheinbar nicht. Eine Notiz. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ab heute werden die Lebensmittel einzeln... werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und die Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Okay. Klingt ja noch Meuterei. Und ist nichts drin. Warum kann ich das Fach dann aufmachen? Warum sollte ich es aufmachen, wenn überhaupt nichts drin ist? Das ist doch jetzt pure Zeitverschwendung gewesen. Was war da? Dort, dies, jenes, gar nichts. Okay. Medizinschrank?